Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge OMSI. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute mal mit dem neuen DLC hier unterwegs, mit dem Iris-Bus, denn wir hatten ja gesagt gehabt, dass es ja insgesamt drei verschiedene Varianten gibt. Dementsprechend haben wir uns natürlich schon die erste Variante bereits angeguckt und jetzt schauen wir uns nämlich hier den Iris-Bus Array an. So sieht er also aus. Das ist halt der zweite von drei insgesamt. Von hier sehen wir auch eine Iveco Iris-Bus. Und dementsprechend haben wir mal hier auch mal so ein schickes Repaint hier drauf in Grumenab, denn auch hier sind wir nämlich heute unterwegs auf der Karte. Wir fahren nämlich heute die Shuttle-Linie. Passt natürlich wunderbar wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Aber eine Besonderheit hat das Ganze. Und anfangs habe ich das gar nicht so groß mitbekommen, ja, bis ich es dann gesehen hatte, zufällig, und dachte mir so, ziemlich cool, mal gucken, ob es funktioniert. Aber wie gesagt, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Sonst, wie gesagt, sehen wir hier innerhalb der ganzen Texturen, sieht das Ganze hier relativ sauber und ordentlich aus, wie das Ganze hier dementsprechend verarbeitet worden ist, auch hier drinnen, ne? Man hat hier so dieses typische Reisebus-Feeling hier drin und dementsprechend kann sich das doch hier mehr sehen lassen. Die Texturen, wie gesagt, schön scharf, also auch hier nichts zu beanstanden, aber hier ist auch wieder hier gefühlt ein Kind steht hier, denn wir müssten deutlich höher stehen. Wir haben natürlich die perfekte Aussicht, wenn wir hier vorne sitzen, ja, das ist natürlich die perfekte Position für Phasus oder Hobby oder sowas, ja, die hier mal mitfahren wollen und alles sowas, ja, die könnte ich dann hier vorne hinsetzen und mir über die Schulter kicken, aber auch, wie gesagt, hinter dem Fahrer direkt ist natürlich Platz, ja, also man merkt hier zurzeit auch nichts von Corona oder sonstiges, ja, also es ist schon ziemlich nett. Sonst haben wir hier unser Dashboard, wie gewohnt halt, super, super aufgeräumt, super scharf auch alles, ja, also man kann hier auf jeden Fall sich nicht beschweren, dass dieser DLC, ja, einfach nur blöd ist oder sowas. Anfangs, wie gesagt, war ich tatsächlich ein bisschen, naja, das ist vielleicht mal ein Bus, den du vielleicht ein, zwei Mal fährst, aber, denn dieser Bus hat was, was viele andere Busse nicht haben und das will ich euch zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt unterwegs sind, ja, guck mal hier. Wir haben einen funktionierenden Retarder. Das ist eigentlich sehr, sehr unüblich. Also die ganzen Freeware-Busse oder sowas, die wir uns immer so anschauen und fahren und machen und tun hier, die haben sowas nicht. Die haben keinen Retarder. Retarder sind, ja, das sind verschleißfreie Bremsen und dementsprechend super, super häufig verbaut. Natürlich bei Reisebussen und sonstiges. Aber es gibt auch Linienbusse, die den Retarder haben. Manche Busse, ältere Busse, gibt aber auch modernere Busse, die haben den Retarder mit in der Betriebsbremse mit drin. Ja, aber es gibt halt immer noch Busse, wo das getrennt ist, die Betriebsbremse mit dem Retarder. Und dementsprechend seht ihr ja auch, wir fahren hier nämlich nicht bei Schnee oder sonstiges, weil ein Retarder darfst du natürlich bei Glätte und ja, bei Nässe darfst du den halt eigentlich nicht benutzen. Ja. Hält sich zwar keiner dran, aber dürftest du eigentlich nicht. Und dementsprechend fand ich das nämlich mal eine ganz interessante Thematik. Deswegen gucken wir uns nämlich das hier heute auch mal an. Wir werden das Ganze hier heute mal so ein bisschen mit dem Retarder fahren. Und dementsprechend, wenn ihr natürlich wisst, wo solche Sachen noch verbaut sind, ja, so Freeware-Busse oder Payware-Busse, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde mir das ganz gerne mal angucken, denn manchmal ist der Hebel da, aber der ist dann meistens immer ohne Funktion oder sowas. Hier, wie gesagt, sind in allen drei, ja, im Iris-Bussen der Retarder voll funktionsfähig verbaut und dementsprechend freue ich mich, einfach mal auch mal so ein bisschen mit einem Retarder zu fahren. Wir starten schon mal hier unsere Maschine, denn wir haben auch gleich wieder Abfahrt. Wir machen jetzt auch gleich was Verbotenes wieder. Dann müsst ihr mal jetzt mal kurz noch einmal weggucken. So, wir haben die Linie 031, 00 und fahren Richtung, genau, Flossenbürg, ja, das ist unser Ziel, wo wir heute hinfahren und dementsprechend so, Motor an, Rückwärtsgang rein und Handbremse raus, Licht an, zack, Licht an, wundervoll, wir sind abfahrbereit. Der zieht auch extrem schnell nach hinten. So, ah, Heizung muss man noch anmachen. Fällt mir gerade ein. So. Zack, und die Türen auf. Ich grüße Sie. Grüezi. Hallo. 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 Servus. Servus. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. So, eine Kurzstrecke für die Madame.
dann sollst du die Kurzstrecke bekommen. Hier mache ich es meistens so, dass ich das Geld, also Ticket auswähle, aber weil wir haben hier nämlich die Kasse drin versteckt hier. Und da wieder die richtige, die Münze zu finden, das ist natürlich wieder ein bisschen anstrengend. Also es gibt immer so Sachen, ja, wo man sich immer noch so beschweren kann. Ja? So eine anständige Kasse kann doch nicht so schwer sein. So, wir haben hier unten übrigens unseren Gangballtaster. Also erst in N und dann in D. Und dann können wir losfahren. Los geht's auf unsere Tour hier. So, dementsprechend lasst uns hier abfahren. So. So, Bus wird jetzt auch warm, jetzt relativ schnell. Ihr seht's, ne? Steigt relativ schnell hier. Also sehr, sehr angenehm hier. Also ich bin den jetzt, wie gesagt, ein paar Mal gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war tatsächlich echt überrascht, ja, dass der sich so gut steuern lässt halt. Man hat halt natürlich diese gewohnte Qualität fehlt halt, ja, dass man hier so eine richtige Kasse hat und alles sowas. Aber das geht hier eigentlich schon vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, die Temperatur, die bleibt dann auch irgendwann stehen, dann, ja, wenn du den dann hochpushst. Also auch das super angenehm. So, dann können wir hier rausfahren. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt könnt ihr mal hier mal auf diesen Stock gucken, ja, hinterm Lenkrad versteckt. Ja, wie weil ich jetzt hier eigentlich die Bremse jetzt hier benutzen, der bremst halt wirklich ab. Das ist halt, man muss dazu sagen, immer noch so ein bisschen Geschmackssache. Ja, manchmal bremst er extrem hart an, extrem schwach an, dann hast du manchmal das Gefühl, jetzt zieht er richtig durch. Ja, der braucht auch immer so einen kleinen Moment, bis der Retarder dann anspringt. Ja, hier ist ein bisschen schade, was ich persönlich finde. Wenn du Gas gibst, bleibt der Retarder auf dieser Position stehen. Es gibt Retarder, die springen dann einfach zurück, wieder auf die Nullstellung. Ja, dann musst du halt praktisch dann wieder neu ziehen. Hier musst du darauf achten, dass sobald du stehst, den Retarder wieder löst dann praktisch, ja. So, jetzt kommen wir hier wieder nicht aus dem T. So, dann haben wir natürlich jetzt hier auch wieder ein bisschen Sonne hier bei. Und dann bin ich den jetzt auch mal so mit manuell gefahren und manuell fährt er sich deutlich angenehmer. Ja, hier funktioniert die Schaltung halt immer nicht so perfekt. So, ihr seht, ne, also ich stehe jetzt hier nicht auf der Bremse, ja, sondern mache das Ganze jetzt echt wie hier mit dem Retarder nur. Und das funktioniert echt super. Jetzt haben wir natürlich hier einen langen Kollegen vor uns hier, direkt vor der Nase. Das ist natürlich ein bisschen Freiheitsplatz. So, haut automatisch hier auch den Warnblinker rein, wenn wir jetzt hier die Türen öffnen, ja, und die Fahrgäste hier einsteigen lassen. Ja, das ist auch sehr, sehr löblich, gerade so für Überlandbusse. Echt ganz gut. So, dann können wir die Tür schon wieder zumachen. Und wir können wieder losfahren. Also, ich hätte nämlich schon längst hochgeschaltet, ja, aber ja, der macht das hier nicht. Na, guck mal, jetzt müssen wir hier schon den Retarder benutzen, denn hier ist nämlich ein Blitzer versteckt. Ist auch schon beim Gefälle oder sowas kannst du den Retarder natürlich auch einstellen, damit du halt nicht schneller wirst. Also auch hier relativ cool. So, schauen wir mal da durch.
Kann man nicht. Der Kollege fährt nämlich los. Sehr löblich von dem Kollegen. Sieht im Hintergrund, dass der Kollege überholen möchte und zieht dann einfach los. Ja, das ist natürlich. So. Ihr müsst natürlich auf den letzten Meter, natürlich müsst ihr selber abbremsen, ne? Aber ihr könnt, also ich glaube, ab unter 20 km/h oder sowas, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat der Retarder keine Wirkung mehr. Ja, wie gesagt, das sind die letzten Meter oder 10 km/h, ich weiß es nicht, irgendwie so dazwischen. Da müsst ihr natürlich selber dann auf die Bremse treten, denn dass ihr dann auch wirklich zum Stehen kommt. Hier dann einfach dann die Handbremse reingekloppt und dann passt das. Ja, also mega, mega angenehm. Und wie gesagt, vorher, ich hatte das letztens mal so sogar erst angesprochen gehabt, dass ich ja gerne mal so einen Bus suche, ja, wo man mal mit Retarder fahren kann. Und ja, jetzt gibt es einen. Also wenn ihr da zufällig einen Bus habt oder sowas, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Okay. Oh, jetzt geht er nicht weiter runter. Jetzt geht das Sonnendeck hier nicht weiter runter hier. Also Rollo. Ey, guck mal, er ist die ganze Zeit im ersten Gang, ja. Also würde kein normaler Bus fahren, ja. Also ganz ehrlich. Kein normaler Bus würde so fahren. Die Straßen hier in Grumlab schon sehr, sehr eng. Bin sie, wie gesagt, jetzt mal gefahren. Im Winter, als auch jetzt hier so im Sommer. Deswegen fahren wir nämlich das Ganze im Sommer, weil du kommst nämlich im Winter den Berg nicht hoch. Da rutscht nämlich der Bus hier komplett durch, ja, und hat keine Haftung. Das ist natürlich mega, mega ärgerlich. Deswegen kannst du den praktisch jetzt hier auch nicht wirklich benutzen, was sehr, sehr schade ist. Und ich finde die Karte ziemlich nett. Also ich weiß gar nicht, ach so, genau, ich weiß doch, warum ich die Karte nicht wirklich für eine Leitstellenfahrt empfehlen kann. Denn tatsächlich habe ich nämlich hier auf dieser Karte ein Problem. Vielleicht kennt ihr das Problem, vielleicht habt ihr das Problem sogar selber oder ja, vielleicht hattet ihr das Problem und konntet das Ganze bereits schon beheben. Und zwar, hier gibt es nämlich, einen Weihnachtsshuttle, den man hier fahren kann. Ich glaube von 2019 oder sowas war das Ganze. Und da habe ich das Problem, dass ich am Stadtgarten oder wie die Haltestelle heißt, spawne ich im Himmel. Warum auch immer. Ich da im Himmel spawne. Wie gesagt, das passiert natürlich auch während der Tour. Ich habe das durch 3 verschiedene Programme durchlaufen lassen. Ja, durch 3 so eine Programme, die halt auf Fehler prüfen. Also BBS, Blue Sky und mein OMSI-Tool. Ja, der das halt wirklich, die auch wirklich auf alles auf Fehler überprüfen. Ich habe mir die Humans-Datei angeguckt und ich habe mir die ganzen Passanten angeguckt. Die AI-List habe ich mir angeguckt und so weiter und so fort. Und ich habe im Stadtgarten, wie gesagt, massive Probleme schon. Denn wie gesagt, es geht halt nicht, ne? Ich kann also nicht zum Stadtgarten fahren, das finde ich halt ein bisschen blöd, wenn ich da ehrlich bin. Irgendwo hier meckern die, wenn du hier nämlich zu schnell rüberfährst. Hier die Straße, wie gesagt, ist super, super eng. Also wie gesagt, Stadtgarten, die Linie, die kann ich da auch echt nicht fahren, ja, das ist ein bisschen blöd. Jetzt haben wir hier natürlich die ganze Zeit die Kollegen hier von der NASA. Fuck you, Goethe. Cooler Film. Wo ich mag den Schauspieler, den Ilias Mbarek, der ist schon dufte. Aber ich gucke lieber, statt Fuck you, Goethe, gucke ich dann lieber hier doch Türkisch für Anfänger. Großartige Serie. Falls ihr mal Langeweile habt oder sowas, Türkisch für Anfänger ist schon eine mega alte ARD-Serie von 2000 oder irgendwie sowas. Die ist ziemlich nice. So, wir machen uns mal ein bisschen breit hier. Die Straßen nämlich schon, ihr seht es ja, schon relativ schmal ist.
So, ihr seht, ne, bremsen jetzt hier echt nur mit dem Retarder. So, verschleißfreies Bremsen nennt man das. Wie gesagt, das hatten wir ja nun alles hier in der Fahrschule und alles was. Also, das ist halt so das, was mich halt so brennend interessiert. Ne? Das sind so Thematiken. Bei uns zum Beispiel auf Arbeit, da ist es halt so, ja, der eine fährt mit Retarder, der andere fährt ohne Retarder. Halt, die haben dann immer so ihre Für und Kontras. Also, ja, doch, ihre Pro- und ihre Kontraseiten. Und der eine macht es lieber so, der andere macht das lieber so. Das ist dann halt immer interessant, mal so zu sehen, wie das Ganze halt funktioniert mit dem Retarder. Wo ich das Wort das erste Mal gehört habe, es war damals beim ETS gewesen, konnte damit nichts anfangen, mit dem Retarder an sich so. Ja, schön, okay, ja, ich fahre mit Retarder, alles klar. Ich dachte irgendwie, was, das hat irgendwas mit dem Absinken zu tun oder sowas, keine Ahnung. Aber dadurch, dass wir das Ganze jetzt ja selbst jetzt in der Fahrschule hatten, ne, dass es das verschleißfreie Bremsen ist, gibt ja auch noch in zig verschiedenen Varianten. Es gibt ja immer diese Wirbelstrombremse, dann gibt es ja diese Hydrogenbremsung und jetzt glaube ich Wasser, also H2O, ja, und so weiter und so fort. Also das ist schon eine extrem interessante Sache, wenn man sich damit halt so auseinandersetzen muss oder beschäftigt oder sowas, ja, wie das Ganze halt dementsprechend so aufgebaut ist. Ja, seht ihr, und ich stehe jetzt hier nicht auf der Bremse, und er bremst halt den Bus weiter ab. Derzeit kann ich mich natürlich wieder konzentrieren, kann das Ganze ein bisschen lösen, damit er wieder ein bisschen schneller wird. So, und jetzt haben wir unten hier ausgerollt. Und jetzt gebe ich hier ja langsam Gas, ohne einmal, wie gesagt, die Bremse betätigt haben zu müssen. Und das ist halt verschleißfreies Fahren, ja. Da freuen sich die Arbeitgeber. Ja, wenn du natürlich so eine Fahrweise hier an den Tag legen kannst. Ist, wie gesagt, eine Umgewohnung, halt nicht auf der Bremse zu stehen und sich nur auf den Retarder halt zu verlassen. Aber, wie gesagt, wenn du das kannst, wie gesagt, die Bremsen danken es dir auf jeden Fall irgendwann, ja, die Bremsscheiben. Also sowas kann schon mal gut teuer werden. Ich meine, das geht uns natürlich nichts an, ja, weil uns kann es egal sein, wir müssen es ja nicht bezahlen, die Bremsung. Ja. Aber man sieht dann halt, wer öfter mal mit dem Bus gefahren ist und alles was, das wird ja alles dokumentiert. Und wenn natürlich der Kollege X, ja, halt immer nur mit der Betriebsbremse bremst und der Kollege Y immer mit dem Retarder benutzt, ja, und der Bus mit dem Retarder halt länger hält, ja, dann kann es ja nur von Vorteil sein, oder? Gehe ich mal stark davon aus. So, jetzt haben wir natürlich nicht aufgepasst. Jetzt haben wir einen kurzen Hänger. So, jetzt müssen wir hier schon sogar runter und machen ein Manöver, was überhaupt nicht erlaubt ist. So, danke. Danke, danke. Machst du sowas in der Fahrschule, kannst du gleich einen Lappen abgeben. Aber das hätte ich jetzt nicht mehr so geschafft, ohne jetzt, dass meine Fahrgäste jetzt da hinten oder durch den Bus fliegen. Und da musst du halt auch immer abwägen, ne, wie du jetzt fährst. Gehst du jetzt so voll aufs Ganze und machst oder sagst du dir lieber so, um Gottes Willen? So. Baumgarten Hotel Igel. Wie gesagt, super schmal, aber die Performance ist hier so ziemlich geil. Also der Abschnitt hier auf jeden Fall, der hier funktioniert, ja, der funktioniert auch echt gut. Ich kann es mir halt absolut nicht erklären, was da los ist, warum ich da in den Stadtgarten nicht fahren kann. Ärgert mich ein bisschen. Weil die Karte halt ziemlich schön gebaut ist eigentlich, ja. Schön detailreich gebaut. Wie gesagt, ein paar enge Passagen hier drin, wo du dir auch so denkst, so hui. Aber auch hier mal so eine Linie hier zu fahren, einfach mal so eine längere Überlandlinie, das ist schon eine relativ coole Sache. So. Aber da ist dann schon wieder. War dann schon wieder los. Und immer wie gesagt, immer brav mit dem Retarder hier.
dürften sich auf jeden Fall auch Manfred und Co. ein bisschen weniger beschweren, weil ihr dann halt nicht so extrem abbremst, ja. Und vielleicht dann nicht so schnell in den Kurven fahren könnt, weil, wie gesagt, der Retarder bremst euch ja in der Kurve ganz sachte ab. Und kann euch ja, wie gesagt, immer nur zugutekommen. Als das Nachteil ist, wenn du halt mit einem Retarder bremst, ja, also ist jetzt gut, wie jetzt reden wir hier von einem Spiel, ja, wie, also von der KI, wenn du mit einem Retarder bremst, ja, leuchten die Bremsleuchten hinten nicht. Das bedeutet, Auffahrunfälle sind auf jeden Fall drin, ja, wenn der Hintermann nicht aufpasst, ja, wirst du auf einmal langsamer. Ich meine, du hast ja alles richtig gemacht, ne, du fährst ja verschleißfrei und sowas. Aber wie gesagt, da müsste man vielleicht sich nochmal ein System einfallen lassen, dass, wenn man den Retarder benutzt, automatisch die Bremsleuchten hinten angeht. Ja, also im wahren Leben halt. Ja, aber das ist hier wohl noch nicht wirklich zwingend notwendig scheinbar. Gab wohl noch nicht genug Unfälle. Mit dem Retarder und alles sowas hier, ja. Siehst du, jetzt geht's hier bergab und wir können den Retarder einschalten und er bremst uns ab, ganz gemütlich. Und wir können uns hier voll auf die Kurve konzentrieren. Ohne dass wir jetzt zu schnell oder zu langsam werden. So, jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen sputen hier. Lasst euch von der Zeit da oben nicht täuschen. So, bei wichtigen Sachen oder sowas kannst du kurz die Betriebsbremse benutzen. Aber halt, wenn du weißt, dass da jetzt eine längere Kurve kommt, dann rein mit dem Retarder. Das schadet nichts. Wie gesagt, und gerade in solchen Situationen ist der Bus halt richtig genial hier, ja, der Iris-Bus. Macht mir auf jeden Fall sehr Spaß. Wie gesagt, ich bin dann auch schon mit Schaltwagen gefahren. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Dann nehmen wir uns den dritten vom Bunde. Und ich glaube, der ist sogar nur Schaltwagen. Dementsprechend gucken wir uns den dann nämlich auch nochmal an. Und der hat dann auch dieses Ganze mit Retarder und alles, was drin. Und da merkst du dann das erste Mal so, ja, da kannst du als Busfahrer doch ganz schön knüppeln nennen. Ja? Wenn du dich auf die Schaltung konzentrieren musst, Tickets verkaufen, wenn du mit dem Retarder denn zu tun hast und so weiter und so fort, dann hast du echt ganz schön zu kämpfen, ja, auf dem Bus. Also die wird da auf jeden Fall nicht langweilig. Seht auch, ne, super schnell geladen hier die Karte, also richtig fiese Hänger gibt's hier eigentlich nicht. Deswegen ärgert mich das so, dass die Karte irgendwie zur Hälfte kaputt ist irgendwie. Aber es gibt ja auch da wieder verschiedenste Versionen. Das ist jetzt hier Grumenab, glaube ich, 2019. Dann gibt es ja Grumenab Updated. Und es gibt nochmal ein klassisches Grumenab, Grumenab 2 und so weiter und so fort. Ja, also es ist schon ein bisschen viel wieder hier auch für die Karte. Da weißt du für die Leitstelle gar nicht wieder, welche Karte da nehmen sollst. So, denn wir müssen hier nämlich rechts abbiegen. So, letzten Meter wieder hier. Die Bremse war dann wieder manuell ab. So. Schön, ja. Wenn die Sonne so richtig schön hier reingrätscht. Oh, schalte doch mal. Ja, wie gesagt, also hier die Automatikschaltung, die ist richtig, richtig räudig. Sowas hörst du nicht, wenn ich fahre, ja, mit der Schaltung. Passen Sie mal auf. Das ist ja unglaublich. Ja, Manfred, genau. Genauso was, weißt du, die sitzen alle, weißt du, als ob sich da irgendein Fahrer beschweren würde, ja. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt ja nur eine Weile jetzt auf dem Bus. Und ganz ehrlich, so wie die hier rumjammern, hörst du keinen in den Bussen sitzen.
So. Ja, mit ja, bisschen Verspätung, 2 Minuten, aber das ist egal. Das ist ja alles noch machbar. Hallo. Hallo. Wir sind hier auf dem Dorf, ja. Da geht ja schon in Ordnung, was sind da 2 Minuten? Servus. Servus. Hier, und zwar ist das hier nämlich die Stelle hier, wo du nämlich nicht rüberkommst. Du bist hier im Winter. Naja gut, aber auch so wie der hier fährt natürlich hier mit der Schaltung. Bist du nicht hochgekommen? Du bist nicht hochgekommen hier. Ich bin die ganze Zeit im ersten Gang. Ja. Und bloß nicht runtergehen. Dann jammert der gleich wieder und dann hast du vielleicht das Pech, dass du dann nicht mehr hochkommst oder sowas. Also das wäre natürlich dann absolutes No-Go. So. Taler lösen. Und ihr seht, ne, wir kommen nicht vorwärts, wir kommen hier nicht hoch, ja, mit der Automatikschaltung hier. Aber das passt hier ganz gut hier alles. Wie gesagt, solange kein Bus von vorne kommt oder irgendein anderes Fahrzeug, hast du hier eigentlich gute Karten. Oh, Alter. Flossenbürg Gedenkstätte. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste. Was für der Scheiße? Klär sie mal auf. Das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, denn, weißt du, wenn es den Berg abgeht, dann rollt er auch richtig los, denn, ja. Sobald es den Berg aufgeht, will er nicht mehr. Warum man sowas bauen muss hier, ja, finde ich mega furchtbar. Aber das ist wahrscheinlich, weil es so steil hochgeht, ne? Uff. Genau, jetzt Sonne, wenn jetzt noch ein Fahrzeug von vorne kommt, hast du verloren. Hast du instant verloren. Normalerweise würde ich euch das jetzt zeigen, beim nächsten Mal, wie wir hier hochfahren mit manueller Schaltung. Und dann werdet ihr sehen, dass wir die ganze Zeit hier im zweiten hier hochfahren. Nicht im ersten. Also da kannst du noch so viel den Retarder benutzen und versuchen, die Scheibenbremsen zu schonen. Aber wenn du den Motor dabei hochjagst, dann ist es natürlich dann. Macht es natürlich wenig Sinn. So. Das ist ein bisschen anstrengend hier. Gaspedal voll durchgetreten, ja. Könntest hier zwar manuell noch hochschalten, aber du damit jetzt was gewinnst. Hui.
voll durchgedrückt, ja. Voll durchgedrückt hier. Sag bloß, er hat jetzt umgeschaltet. Nein. An der Kuppe vom Berg haben wir es dann geschafft, dass er mal den zweiten Gang hier einlegt. Großartig. Der Motor dankt's dir. Scharfe Rechtskurve. Jetzt muss man ein bisschen Speed geben jetzt hier. Oh, natürlich. Das dümpeln wir hier wieder mit dem ersten hoch. Also ein paar Umdrehungen hätte er noch gebraucht hier. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Sind hier gleich hier oben angekommen. Das Ding runterfahren, das macht bestimmt Spaß. So, jetzt komm, jetzt gibt Stoff jetzt hier. Oh, Wahnsinn, Alter. Wie viel schaltet denn der hoch? Schaltet gar nicht. Ja, warum auch? 40 im ersten, das läuft, Alter. Oh Gott, das will. Naja, kriegst du da auch keine Verspätung raus hier. Warte, ich geh mal ganz kurz mal runter vom Gas. Das passiert nichts. Vitale ist komplett raus, also. Wir werden hier nicht schneller aktuell. Also ich glaube, das sollte auf jeden Fall nochmal gefixt werden, ja. Also das ist zu schlecht, also das ist keine Motorleistung. So, pass mal auf, jetzt zieht er gleich ab wie Spitzkatze. Also wenn ich halt selber schalte und besser den Berg hochkomme als die Automatik, dann soll das schon echt was heißen. Weil das ist, war jetzt auch keine energieeffizientes Fahren jetzt, ne? Wenn er die ganze Zeit da im gelben Bereich ist oder sowas, dann ist das nicht energieeffizient. So. Jetzt sind wir hier natürlich ein bisschen zu schnell rein. Das war fast schon wieder fast knapp hier. Ja, wie gesagt, sobald das echt bergab geht, zieht das Ding auf einmal los wie Schmitz Katze, wirklich. So ein bisschen hier nochmal rechts rum. Ja, wie gesagt, die Straßen sind so schmal. Nimm dir den Platz. Ja, wenn ein Fahrzeug von vorne kommt, musst du halt rechts ran. Ja. Aber wenn kein Fahrzeug ist, nimm dir die Beinspuren und dann ist nicht verboten. Und wir gönnen wieder mit dem ersten Gang hier hoch. Oh Mann, ist das traurig.
Ja, aber sonst, wie gesagt, eine schöne Strecke. Ja, wie gesagt, wenn du einen anständigen Bus hast, ja, dann kannst du hier auch echt hier treten, das Ding. Ich war mit meinem Connecto, war ich hier schon längst bei 80 gewesen, auf dem Stück hier. Aber wie gesagt, der hat zum Beispiel keine Retarder. Mir ging es jetzt hier echt jetzt gerade so ein bisschen, oder in dem ganzen DLC geht es mir jetzt hier so ein bisschen um den Retarder halt, weil das ist halt schon mal eine extrem interessante Sache. Ja, weil das Fahren mit Retarder einfach doch nochmal eine andere Sache ist. Deswegen, also, wenn ihr irgendwo wisst, wo ein funktionierender Retarder zumindest drin ist, ja, also nicht einfach nur der Stock, sondern auch, dass der eine Wirkung hat, dass der funktioniert, dann, wie gesagt, nutzt da gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es mal unten mit rein, würde mich mega interessieren. Weil ich würde mir das schon gerne angewöhnen, denn wenn ich später mal den Bus fahre, den Retarder dann dementsprechend auch zu benutzen, denn halt, ne? Und ganz ehrlich, wo lernt man besser als in Omsi? Ja, also wo lernt man das besser? Also umgedreht, glaube ich, fahren macht mehr Spaß, ja, wenn du die ganze Zeit bergab fährst. Da kannst du den Retarder wahrscheinlich auf dauerhaft lassen. Das ist ja zum Beispiel der Grund dafür, ne, dass es den Retarder gibt, denn halt. Der ist ja halt dafür da, ne, dass die Bremsen, also die Betriebsbremsen halt nicht verschleißen und sich zufahren. Ja? Also die können irgendwann so heiß werden, dass sie, wenn ihr wieder normal fahren wollt und die Bremse löst, sie sich nicht mehr lösen lassen, weil sie aneinander gebacken sind halt. Ja? Und dementsprechend habt ihr dann ja, doch ein größeres Problem. Weil das geht weder vorwärts noch rückwärts, das geht gar nichts mehr. Oh! Siehst du, das meinte ich jetzt, ja. Du hast nichts gesehen. Mann. Durch die Sonne. Und ich kann mir jetzt ja keine Sonnenbrille jetzt hier aufsetzen. Das ist blöd, dass das Rollo echt nicht weiter runtergeht. Ja. Wir wissen's. Naja, siehst du, es geht auch nicht weiter runter, obwohl hier noch ein bisschen Spielraum wäre. Also. Ach Mann, naja. Ja, genau, also wie gesagt, die fahren sich dann fest, die Bremsen, und dann kommt ihr wieder vorwärts noch rückwärts. Also es funktioniert halt gar nichts mehr. Und das ist halt beim Retarder, ist das halt nicht so. Da könnt ihr auf einem längeren Gefälle einfach den Retarder anschalten. Ja, mal gucken, ja, ob ihr dann nicht zu schnell werdet, notfalls ja, wirklich runterschalten. Ja, dann drosselt das Ganze nochmal, die Motorbremse halt auch nochmal. Ey, dass du hier nicht hochkommst, Alter, ist... wie gesagt... bremst das Ganze ja auch dementsprechend ja nochmal ab. Also es gibt schon genug Möglichkeiten, verschleißfrei zu bremsen. Aber wie gesagt, ich finde halt diese ganze Thematik halt schon mega interessant. Deswegen, ja, wollte ich es gerne mal testen. Es ist halt eine echt unpassende Zeit hier. Der war auf einmal so schnell da gewesen, da konnte ich gar nichts mehr machen. Oh, guck mal, ja, hinter uns bildet sich schon eine kleine Schlange. Aber wir sind auch gleich am Ziel. Ich würde es euch ja am liebsten ja nochmal antun, aber ich glaube, zweimal die gleiche Linie fahren ist langweilig. Einmal mit Automatikschaltung, wie jetzt hier der aktuelle Fall ist, und einmal mit manueller Schaltung. Da würdet ihr sehen, also mit manuell bist du hier ratzfatz, da bist du oben, ja. Und ganz ehrlich, 4 Minuten Verspätung, das ist echt ein Grundstück hier. Automatik ist halt nicht alles. Ich drück voll durch. Die ganze Zeit im Game-Bereich, also das ist unwirtschaftlich bis zum geht nicht mehr. Ich werde immer langsamer. Eieieiei. Also mittlerweile muss ich schon aufpassen, dass mich jetzt die Fußgänger jetzt hier nicht schon überholen. Denn oh Mann. So viel dazu. Spektakulär, wir haben es geschafft. Wir sind oben angekommen. Ey. Ja, wir sind ja eh am Zielort. Von daher passt das. Laufen wir auch wieder durch den Bus durch. Das ist natürlich auch wieder blöd.
Ja, es macht immer so ein bisschen den Eindruck kaputt hier von allem. Aber an sich, wie gesagt, ich finde den Bus auf jeden Fall mega interessant. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, oh Gott, sowas reizt einen gar nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Future, den ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen in ein, zwei Bussen. Aber ich kann mich persönlich jetzt nicht mehr daran erinnern, welcher DLC das war. Dementsprechend ja eure Hilfe, ja, dass ihr vielleicht mir mal da ein bisschen auf die Sprünge helfen könntet. Dann wäre das mega, mega nice. So, hier ist Feierabend für uns. Weiter geht's hier nicht mehr. Wir müssen nur noch hier gucken, dass wir jetzt hier noch schnell ein Bild machen. Ein anständiges. So. Ein Bild, was ich sehen lassen kann. Ja, genau so. So passt's. Und. So haben wir es. Das war auf jeden Fall hier die kleine Tour mit dem Grummenab, mit der S31 von Hauptbahnhof nach Flossenbürg, KZ-Gedenkstätte. Und wie gesagt, an sich, wie gesagt, hast du keine Probleme, kommst mit dem Bus eigentlich relativ gut hier hoch. Mann, danke. Kommst du hier relativ gut hoch. Also das wäre eigentlich alles kein Problem hier, wenn du hier ganz normal fährst. Sonst auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen gefallen, so auch das mit dem Retarder. Nächstes Mal gucken wir uns den Bus hier nochmal an. In manueller Schaltung mit Retarder und Co. Ja, also das dürfte vielleicht nochmal ein bisschen mehr Arbeit sein, weil wir uns ja selbst dann nochmal aufs Schalten konzentrieren müssen und so. Dementsprechend, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde ich mich mega drüber freuen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und sonst verabschiede ich mich jetzt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.